Yo Leute, was geht ab, Lukas Rages wieder und willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute kommt der erste von zwei Teilen in dem Thema Fallout Chapter 3 und ich erzähle mal ein bisschen hier ein bisschen meine letzten Worte zu der Map, zu der, wie sie jetzt ist und ja, zum Ende auch sein wird. Was das jetzt hier, das Orangene wahrscheinlich noch ein bisschen hier, wer ist das, ausbreitet. Ich würde sagen, wir fangen einfach an. So, der erste Spot, wo wir landen, ist der Spot, wo ich auch als allererstes gelandet bin. In meiner allerersten Runde auf der Map, und zwar Slurpy Swarm oder, wie heißt das jetzt? Sludgy Swarm. Man kann jetzt mit euch mal ganz cool, um Leben wieder zu bekommen. War auch eigentlich von der Größe her ganz okay so. Es war halt Industriegebiet nicht so vom Setting, das fand ich jetzt auch nicht schlimm, weil mich irgendwie Settings an sich in dem Game nicht so richtig, wie die Spots aufgebaut sind. So, also, ja. Seitdem hier halt diese ganze Dings da weg ist, diese Fabrik. Also die halt hier stand, dieses dicke Gebäude mit den, glaube ich, auch diese dicken, sagen wir mal, Bäder drin waren, wo man sich auch dann reinstellen konnte. Oder halt diese dicken Fässer, die hier standen hinten. Die standen, glaube ich, da hinten, oder? Ja, die fehlen mir halt schon irgendwie. Und ich finde auch, weil jetzt nur ein Gebäude hier ist, finde ich, das wird einfach auch nicht mehr so gut. Und das wurde ja jetzt letztes Season, also Season 7 geändert. Ja, also mich hat diese Sache hier, also der Ort ist nicht mehr so nice für mich. Und ich finde auch, glaube ich, hier wurde eigentlich nie was geändert, halt außer jetzt in der letzten Season, oder? Wenn es was anderes, wenn es anders ist, dann könnt ihr mir das in den Kommentaren Bescheid geben. Und dann würde ich sagen, gehen wir mal zum nächsten Spot. So, der nächste Spot ist ein sehr langweiliger Spot, das war Dirty Dogs. Ja, was soll ich zu dem Spot sagen? Sehr selten hier gelandet eigentlich, also eigentlich fast nie. Ja, außer vielleicht manchmal halt so eine Arena, weil hier nicht so viele Artenfang gelandet sind. Aber jetzt halt am Ende schon irgendwie. Ja. Ist okay gewesen, der Spot. Weiß nicht so mein Favorite Spot, aber ja, also. Er war okay. Ich glaube, hier wurde auch. Das wird, hier wird, glaube ich, wirklich nie was geändert. So. Außer dass dann halt hier dieses UFO da hingekommen ist. Also es bracht davon. Sonst was habe ich nie geändert, oder? Also, ja, Spot war langweilig, bin ich eigentlich fast nie gelandet und das ist mein VS dazu. So, Leute, der nächste Spot ist Little Row. Ja, also das Grotto gibt es ja auch noch. Das ist nämlich nicht gespielt, deswegen juckt es mich nicht. Ja. Aber sah ganz cool aus eigentlich, deswegen, ja. Also, Little Row, ja, was soll ich dazu sagen, war halt schon in Chapter 1 drin, ne? Also im ersten Kapitel. Und da zeige ich immer cooler Spot zum Landen, weil mal viel los, also ist immer recht viel los hier. Ja, also ich glaube, hier hat sich eigentlich auch, glaube ich, in dem Kapitel nichts, habe ich auch kein einziges Mal was geändert, oder? Ich weiß nur, in Kapitel 1 wurde ja hier die Mega Mall raus. Aber ich glaube, jetzt, in dem Kapitel ist hier nichts geändert worden. Also, ja, also Little Robbie schon öfter gelandet. Also hier ist so einer meiner Hauptpunkte, wo ich immer gelandet bin. So, das ist halt so mit Battle Park jetzt so einem dem Kapitel der Spot gewesen, wo ich am meisten gelandet bin. Deswegen, ja. Also, was soll ich jetzt nur sagen? War ein sehr cooler Spot. So, Leute, der nächste Punkt ist Crazy Cliffs. Also, Crazy Cliffs war ganz okay, würde ich sagen. Also, in Season 3 fand ich, also in zwei Kapitel jetzt für Season 3. Ich muss es einfach nicht mehr ansprechen, das zwei Kapitel damit meinen, oder? Also, in Season 3 davon war der Punkt halt sehr, sehr cool, weil hier halt diese Pumpgun war, ich weiß nicht mehr wie die hieß, und der Tresor halt war. Wie hieß die Pumpgun, war das von, ja, auf jeden Fall, da kannst du diese aufladbare Pumpgun da, keine Ahnung, wo auch hier der Tresor und sowas war. Das war eigentlich ganz okay. Also hat mir eigentlich schon gefallen, so. Aber das, wo, wenn ich bei dem Boss in den Zielsaal gelandet bin, dann war es hier und es klingelt, warte, ich bin gleich wieder da. Zum Kotzen. So, Leute, dann geht's hier mal weiter. Ich bin wieder da. Also wo ich stehen geblieben, also das Spot war eigentlich jetzt cool. Bin ja auch öfter gelandet, wenn ich bei dem Boss gelandet bin. Cool. Ist das Clementi? Oder was ist das? Ah, ne, ist nicht Clementi. Okay. Also ja, der Spot war okay. Muss sagen, ich fand halt diesen Bunker, der da ist. Hier unten. War ich sehr enttäuscht, weil die irgendwie bis jetzt noch nichts damit gemacht haben mit dem Bunker von der IO.
Vielleicht kommt das jetzt im Live-Event dann am Samstag. Da wird wahrscheinlich erstmal zu keinem Video kommen, vielleicht schon mal gucken. Weil ich dann halt bei meiner Freundin bin. Und ja, dann mich ja nicht zu Hause suchen während dem Live-Event, deswegen. Ja, dann würde ich sagen, die Corner war auch ein okayer Spot. Und ja. War gut. Also kann man sich nicht beklagen. So Leute, als nächstes nicht die Meadows dran, ne? Alter, das war so. Das ist irgendwie halt, also nicht die Meadows war für mich, wo ich hier gesehen habe. Für mich hat kein neuer Spot, aber es war einfach Happy Hamlet. Oder hieß es, glaube ich, aus Kapitel 1. Auf Wish bestellt. Vielleicht ein bisschen größer. Weil Kapitel 1 gab es ja diese. Ich sag genauso aus die Stadt. So ein Dorf. So ein bisschen. Ja, wie kann man das sagen? So Altösterreich-Setting-mäßig. Und dann halt im Schnee war das. Im Kapitel 1, deswegen. Also. Ja, ich bin nicht hier so oft gelandet, also war schon manchmal, aber ich finde den Spot an sich einfach nicht cool. Ich fand ihn auch eigentlich meistens nervig hier zu sein. Ja. Also, keine Ahnung. Mir gefiel der Spot an sich nicht, bin ich auch nicht oft gelandet, also ja. Das war der Meinung dazu. So, Leute. Dann machen wir einfach mal weiter mit meinem Hauptlandespot an sich. Also, ich glaube, hier bin ich mich am meisten in den letzten Seasons, jetzt in den letzten 3-4 Seasons, glaube ich, am meisten gelandet. Und zwar in Lazy Lake. Lazy Lake, cooler Spot, hat mich ein bisschen an Mantle Towers erinnert, so. Am meisten, ich glaube, das Gebäude war das hier. Ja, das hier. Hat mich an ein Gebäude von innen, an Neo Tilted erinnert. Und Neo Tilted fand ich halt übelst nice. Auch wenn es halt das ganz, ganz alte Tilted Towers ist immer das Beste gewesen. Aber das Neo Tilted Towers war dann von der Nachfolge her das Niceste. So, einfach, das hat mich so irgendwie daran erinnert. Und einfach, weil ich auch so viele landen, richtig Kills machen kann, ist halt einfach nice. Und man kann hier natürlich latschen, cool. Also, ja, das hat mir sehr gefallen. Ich habe hier wurde auch nie was dran geändert, so wie bei Mr. Meadows glaube ich auch nicht. Und bei Kitty Corner gab es auch diese Changes, die ich ja gesagt habe. So Lazy Lake war halt schon immer ganz cool. Bin ich auch sehr oft gelandet. Ja. Sind auch immer die coolsten Videos eigentlich von sich, glaube ich, entstanden, wenn ich Lazy Lake gelandet bin, für mich persönlich. Deswegen, ja. Keine Ahnung. Lazy Lake cool. Was soll ich jetzt noch sagen, ja. Nächste Punkt ist halt, ne. Wie soll ich sagen? Die Pyramide, Cube Town, keine Ahnung wie ich es nennen soll. Das hat nicht mal gerendert. Wenn ich ganz ehrlich bin, ich fand diesen Punkt einfach komplett kacke. Ich fand die Mitte an sich in jeder Season, außer vielleicht in Season 3, da habe ich ja nur Season 2 hatte ich ja zum Beispiel nicht gespielt und der Agent sieht halt nice aus und in Season 3 war es eigentlich fast genau das gleiche. So, deswegen, ja. Also die mochte ich so, also Cube Town mochte ich gar nicht, dann das Bayer fand ich auch nicht gut in Season 6 davon. Also, boah, die Mitte war halt immer für mich in Kapitel 2 ein, wie nennt man das? So ein Schwachpunkt, kann man das so sagen? Ich fand halt die Mitte immer kacke in dem Kapitel. Ja, komm ich da nicht hoch. Ach, scheiß drauf. Deswegen, ja, so, die Pyramide einfach Schmutz. Gucken wir mal, was jetzt dann halt. Da wird ja sowieso nicht mehr mit passieren, hä? Die Karte ist sowieso bald weg. Deswegen. Meiner Meinung nach vielleicht sogar die schlechteste Mitte von allen gewesen. Aber vielleicht sogar die Insel in der Mitte besser. In Season 1 davon, also. Ja, und die beste Mitte war sowieso Loot Lake. Aus Kapitel 1, deswegen. Da brauchen wir gar nicht drüber reden. Also, ja, komm, dann lass ich jetzt einfach noch Bony Burbs hin. Also, Bony Burbs war ja auch mal Salty Towers. Ja. Weiß ich nur, und halt Salty Springs war das auch mal. Und das weiß ich gar nicht, was hier war. Weiß ich gar nicht mehr. Ich weiß hier nur unten war noch The Fortilla in Season 3, aber das nehme ich jetzt nicht mit rein. Also ich muss sagen, ich finde halt Salty Springs ist schade, dass es entfernt wurde. Und ich finde halt Bony Burbs so lange, weil ich verstehe auch nicht, warum man das so lange drin gelassen hat, ne? Ey, wirklich. Es ist so. Keine Ahnung. Ich mag es einfach nicht, wie das aufgebaut ist. Ich mochte auch Salty Towers nicht so richtig. Das war halt okay so, aber. Keine Ahnung. Ich mach doch Bony Burbs an sich nicht. Bin ich auch ein bisschen. Also nein, bin ich hier schon gelandet, aber. Nur weil es mein Team halt wollte. Deswegen, ja. Würde ich sagen, gehen wir mal direkt zum nächsten Ort. Also, wir sind in Holy Hedge und dann selbst leider. Das Sideways ist, glaube ich, oder? Ja. Aber auf jeden Fall, ich bin übelst oft gelandet. Tatsächlich, weil mein Duo oder halt ein Trio immer hier landen wollte, so. Deswegen, ja. Ich hatte sehr oft gelandet, das ist okay. Einmal war halt nie der beste Spot gewesen auf der Map, aber. Ja, ach, Digga. Der war schon ganz okay.
Auf jeden Fall ist bessere Spots. Und Unholy Hedge, sag ich schon, Unholy Hedge, wurde ja auch nie eigentlich was geändert, außer halt in Season 7, glaube ich, gab es halt dann, dass so Holy Hedgery wurde und dann die komischen Alien-Kacke hier war. Das fand ich halt übelst kacke. Ja, man sich auf Season 7 ja abgebrochen zu spielen, deswegen, den Spot mag ich jetzt nicht so. Und ich sage einfach zum nächsten Spot. So, Leute, als nächstes ist Believer Beach dran. Und Believer Beach fand ich tatsächlich eigentlich ganz okay. Ich bin hier. Ja, aber es ist ganz gut gewesen. Das hat mich ein bisschen an Paradise Palms aus Kapitel 1 erinnert. Deswegen, ja. Hab ich eigentlich ganz cool gefunden. Ja, was soll ich dazu sagen? Hat wenig, halt sich geändert, ne? In der Zeit, deswegen. Ja, alles okay. War vom Aussehen her cool, vom Spielerischen jetzt nicht so. Aber ich habe das hat schon viel geändert, wo die dann irgendwie schon, also es hat schon sich irgendwie anders angefühlt, als sie das hier dann geändert haben, weil ich glaube, das war früher hier anders. Ja, das war auf jeden Fall, glaube ich, hier anders. Deswegen. Ja, mal, ich find's auf jeden Fall cool, dass das hier auch geändert. Ja, war auch cool. Gibt auf jeden Fall bessere Spots als Believer Beach, aber trotzdem war das bei euch ganz gut. Und ich wollte kurz sagen zu Coral Castle, weil da will ich jetzt nicht hinfliegen. Ist halt einfach ein Spot, da bin ich eigentlich fast nie gelandet. Sehr selten, weil ich ihn einfach nicht mochte. Er war, man war halt unten direkt im Leute, das sieht man ja direkt von hier. Die Leute waren direkt oben im High Ground, sonst keine Chance eigentlich. Ich glaube, wenn du keine Metz hattest. Und also das eigentlich das Gute an dem Spot ist, dass irgendwie so richtig gechillte Musik da ist. Aber sonst, also wirklich. Einfach Kotzreiz bei dem Spot. Ja, und dann gehen wir mal einfach zu der meinem aller Lieblingsspot jetzt. Aus dem ganzen Kapitel oder aus allen Kapiteln insgesamt. Werdet ihr gleich sehen. Das ist halt einfach Pleasant Park. Pleasant Park ist so nice. Ja, was soll ich dazu sagen? Ist einfach. Schon der Aufbau gefällt mir. Und hier landen echt schon recht. Also hier landen schon echt sehr viele Leute. Und das gefällt mir auch. Das Einzige, was mich halt nervt, ist jetzt aber halt nur in der Season so, sind halt diese Geschütze hier. Die fucken so ab, wenn ich hier in dem Haus lande. Und dann steht hier schon jemand am Geschütz. Das macht mich so sauer. Dann will ich einfach wieder mit dem Spiel aufhören. Ja, und an sich ist ja auf dem Spot jetzt auch nicht viel passiert, oder? Es kam hier einmal das, wo das Feld geöffnet ist. Season 4 war das, glaube ich. Ja. Also in Season 4 wurde ja hier das Fußballfeld geöffnet. So, der hier geöffnet. Und dann kam, glaube ich, hier. Ich glaube, das hast du da auch noch entfernt. Vielleicht das Doomsday Haus. Ist das Doomsday? Ne, von Dr. Doom, genau. Und Dr. Doom, das Haus war der dann hier. Irgendwo. Hier, glaube ich. Und das war halt schon ganz groß. Aber da habe ich die Season ja nicht gespielt. Deswegen, ah, ich weiß es halt einfach. Deswegen, also. Ja, Pleasant Park einfach nice. Und Leute, noch. Sehe ich jetzt hier nicht, wie viel lange das noch dauert, aber ja. Und kurz nochmal hier über die Map. Safe Stronghold. Kritische Meinung zu dem Spot. Also, ich sag mal so. Ich bin ja meine allererste Season 7 Runde da gelandet. Weil, keine Ahnung, da war irgendwie so ein rotes Ding, ich weiß es erkunden, mit einer Kollegin. Deswegen. Ja. Also Leute, auf jeden Fall, Steph Stronghold kam ja in Season 5, glaube ich, rein, oder? Wenn ich mich erinnere. Und den Spot fand ich nicht so gut. Also, er war okay. Aber ist auch nicht so gut, ne? Bin jetzt auch eigentlich fast nie gelandet. Sehr, sehr selten nur. Deswegen. Ja, was sagst du zum nächsten Spot? Und zwar Craggy Cliffs. Craggy Cliffs hat auch nie mit, also hat er glaube ich auch nie Map Changes, glaube ich. Und Craggy Cliffs war eigentlich schon ganz okay, also ich finde eigentlich ganz gut. Bin ich auch in Arena gelandet. Derzeit, wo dann, ich glaube es war was, Season 5, wo der Slurp-Werfer reingekommen ist als exotische Waffe. Auf jeden Fall, da sind halt so viele gelandet, weil die wurde ja da verkauft, das Slurp-Werfer von der Frau da. Deswegen, ja. Ist halt schon krass. Ja. Und. Also wenn ich hier mal gelandet bin, dann war es einfach mal so in der Arena. Auch glaube ich ein, zwei Mal in Duos. Aber es war halt mit jemandem, den ich nicht so gut kannte. Und dann haben wir gesagt, komm, gehen wir einfach dahin. Ich wusste jetzt auch nicht, ob der krass ist oder nicht. Ich auch nicht direkt da landen. Ah, die poste gar nicht. Die sind hier gar nicht mehr. Also, ja. War ein okayer Spot. Kann man machen. Muss man aber nicht. Und dann würde ich sagen, ab. Ja. Zum nächsten Spot wieder, ne? War schon zum vorletzten Spot. Und zwar zu Steamy Stacks. Und ich sag's mal so. Steamy Stacks war ganz okay. Ich bin da fast nie gelandet. Sehr selten. Abzählen. Glaube ich wirklich. Ich glaube, ich bin da höchstens 10 Mal gelandet. Hat keinen Sinn. Egal, ich bin da auf jeden Fall so um die 10 Mal nur gelandet, glaube ich.
Also den Spotify fand ich echt nicht so krass. Er war okay. Aber halt so Metzfarben, also so Holzfarben. Ist halt einfach, wirklich, was soll ich denn hier farben? Und ich fand das Spot einfach langweilig, weil hier nie was passiert ist. Außer in der Season. Hier ist nämlich der alte Kevin, also Kevin the Cube, von der alten Map hier rausgekommen. Und ich sag's mal so, dann Map, also die Map Changes. Fand ich jetzt nicht so krass. Kann ich mir das kaufen? Nee, ne? Ah, schade. Okay, ich dachte, es geht im Battle Lab. So, erstmal ein Battle, dass ich im Battle Lab bin. Also, sorry, dass ich mich hier nicht so gut auskenne. Ja. Ist okay gewesen. Also, die Map-Änderung hat einfach nichts an dem Spot geändert, meiner Meinung nach. So richtig. Außer, ja, dass hier Kev out steht. Also, Kevin ist raus, so mäßig. So, und dann würde ich sagen, gehen wir direkt zum nächsten und auch letztem Spot. Und zwar, der Weg führt uns nach. Wer hätte es gedacht? Colossal Crops heißt es so? Nee, Corny Crops, sorry. Corny Crops. Erstmal Max wieder richtig schmutzig, dass sie drin sind, aber egal. Also, hier hatte ich meinen allerersten Win in dem Kapitel geholt. Habe ich noch auf meinem alten YouTube-Kanal. Da, wie hieß es noch? Frenzy Farm. Und da bin ich, weiß ich noch, hier gelandet. Da ich übel schlechten Ping gehabt, das weiß ich noch. Da hatte ich schlechtes Internet. Und dann bin ich irgendwo hier gelandet. Ich weiß gar nicht mehr, wo das war. Ich weiß nur. Gibt's jetzt, ist das Haus, glaube ich, gar nicht mal genauso wie früher, oder? Aber ich glaube, wie früher waren das nämlich noch anders. Ja, hier war es, glaube ich, noch früher. War hier früher schon die. Oder was war hier? Nee, 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 nee. Das ist jetzt anders, das Haus. Ich denke, ich bin mit. Und zwar hier war früher irgendwo. Ich weiß nicht mehr, wo das hier in dem Haus war. Das müsste eigentlich auf der Ebene hier gewesen sein. Standen noch zwei Dings nebeneinander, so zwei Bücherregale. Und hier war die Kiste. Dann bin ich hier runtergedroppt, hab die Waffe geholt und hab die beiden dann geholt, die mich gepusht haben. Dann habe ich hier halt meinen Win geholt. Das war halt wirklich mein erster Win in dem Kapitel. Und ja. Auf jeden Fall war schon ein ganz cooles Gefühl hier, das zu machen. Ich bin auf jeden Fall gespannt auf das Event. Und ich werde wahrscheinlich noch, jetzt vor Kapitel 3, noch ein Video rausbringen. Zu einer Tierlist. Wie, weiß ich, ob diese für mich die beste war. Im ganzen Kapitel. Auch, mit included, mit den Seasons, wo ich nicht gespielt habe. Leute, wenn euch das erste Video dazu gefallen hat, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Ich weiß echt nicht, ob ich das hochlade. Also werden wir wahrscheinlich sehen. Ja. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Und folgt mir für mehr Fortnite-Content. Ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns, dann denke ich mal morgen oder übermorgen. Jeweils Samstag Mittag dann das Video hochladen zu der Tierlist. Zu den besten Seasons aus Kapitel 2. Und dann würde ich sagen, verabschiede ich mich jetzt hier. Wir sehen uns dann einfach am Samstag, würde ich sagen, in dem Video. Und dann würde ich sagen, ciao, ciao, ciao.